Ja, neuer Tag, neues Glück. Heute bin ich im Schwarzwald unterwegs, um ein bisschen Wasserfälle zu fotografieren. Aktuell bin ich am Jettelbach auf dem Weg zu den Jettelbach-Wasserfällen. Und wie ihr hinter mir jetzt ja schon rauschen hört, haben wir hier schon den Bach mit einigen kleinen Wasserfällen. Und das wird auf jeden Fall ziemlich cool werden hier. Wir haben heute eine schöne Wolkendecke. Das heißt, dass das Licht der Sonne durch die Wolken schön geblockt wird und nicht sehr hart in den Wald reinfällt. Weil das ist halt immer etwas schwierig bei Wasserfällen, wenn man da so die krassen Schatten hat. Und das will man natürlich nicht. Und durch die Wolkendecke haben wir das jetzt quasi dann wie durch eine Softbox in der Studiofotografie ein schönes, softes, weiches Licht. Und das ist einfach perfekt für den Fluss. So, ich habe jetzt hier schon mal einmal angehalten. Sieht ganz schön aus. Werde hier vielleicht schon mal das erste Bild machen. Und dann setzen wir mal die Reise dem Bachlauf fort. So, am ersten richtigen Spot des Tages heute mit so einem kleinen, wie so einer kleinen Bucht hier eigentlich, mit so einer kleinen Sandbank, auf der ich jetzt hier stehe. Und im Hintergrund der Wasserfall, der Flusslauf, der nach oben führt, wie man jetzt hier hinter mir sieht. Und dann hinten der schöne, grüne, frische Wald. Also das kommt hier wirklich, wirklich schön. Und manchmal kommt so ein bisschen die Sonne durch und sorgt dann noch für eine ganz besondere Lichtstimmung. Also ich bin wirklich begeistert hier unten, das ist echt cool. So, das erste Mal im Schwarzwald heute mit den Wasserfällen und es lohnt sich einfach jetzt schon mega. So, die Jettelbach-Wasserfälle haben jetzt für mich zumindest nicht so hundertprozentig das gehalten, was sie versprochen haben. Ist wieder hier wie beim Roten Fels, jetzt habe ich den Namen, ist es etwas schwierig, das Motiv auch umzusetzen, wenn man es vor der Nase hat. Ich könnte jetzt hier das ein oder andere coole Waldbild machen, was mir so ganz gut gefallen hat, aber vom Wasserfall her noch nicht so wirklich. Aber für mich geht es jetzt weiter an den Geroldsauer Wasserfall noch. Wenn man schon mal hier ist, kann man das auch gleich mitnehmen. Und ich denke mal, da kommt vielleicht das coole Bild, was ich mir so erhofft habe von den Wasserfällen, auf jeden Fall noch. So, jetzt am nächsten Wasserfall, dem Geroldsauer Wasserfall. Und so wie es aussieht, müssen wir bei dem hier gar nicht mal so weit laufen wie beim letzten. Sondern wir haben ihn einfach hier direkt. Vielleicht hört man jetzt schon das Rauschen. Und zwar, da unten ist er. Das ist schon der Wasserfall. Ist ein größerer Wasserfall wie der andere auf jeden Fall. Ich muss mal schauen, wie man das hier fototechnisch vielleicht umsetzen kann, weil ich weiß hier, wie gesagt, auch noch nicht. Und ja, schauen wir mal. Aber das Grün von den frischen Blättern ist hier nochmal ein ganz anderes, viel, viel intensiver wie bei dem anderen Wasserfall eben. Also so vom Wald her schon mal wirklich, wirklich schön.
So, jetzt hier der Geroldsauer Wasserfall. Ist eigentlich ein ganz cooler Wasserfall, weil er wirklich größer ist. Und von dem Aussichtspunkt, wo ich jetzt hier gerade stehe, kann man schön mit den Bäumen oben an der oberen Stufe des Wasserfalls dieses schöne frische Grün von den frischen Blättern, von den Jungen, kann man da wunderbar in Szene setzen. Also ich bin jetzt hier eigentlich wirklich ganz zufrieden. Blick ist ganz cool. Ich fotografiere jetzt mit einer halben Sekunde Belichtungszeit bei F13, habe einen Polfilter drauf, ISO 100 und noch einen Verlaufsfilter, weil der Himmel halt ein bisschen zu hell ist. Und dann sollte das Bild eigentlich wirklich ganz schön rauskommen, auf jeden Fall. Nach dem letzten Clip, beziehungsweise nach dem letzten Bild, was ihr jetzt gerade eben gesehen habt, mussten wir dann leider abbrechen, weil es angefangen hat zu regnen, blöderweise. Also wir hatten eigentlich noch vor, zu einem weiteren Wasserfall zu fahren, aber den Plan mussten wir dann verwerfen, weil es einfach von oben zu nass wurde. Und als wir dann zu Hause waren, habe ich noch ein bisschen recherchiert, weil ich nicht glauben konnte, dass das vom Gertelbach eigentlich schon alles gewesen ist. Und wir haben quasi vor dem Hauptwasserfall haben wir abgebrochen, sind rumgetreten, sind dann zum Geroldsauer Wasserfall gefahren und haben dann eigentlich vom Gertelbach den Hauptpunkt, sage ich jetzt mal, haben wir eigentlich verpasst, beziehungsweise sind wir erst gar nicht hingekommen. Aber gut, das ist ja jetzt ein Grund, da nochmal hinzufahren, weil die Gegend ist wirklich schön. Und wenn man jetzt dann quasi den Hauptspot noch vor sich hat, kann man nochmal wunderbare Bilder machen. Also da freue ich mich dann auch schon drauf. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Teilt es mit euren Freunden. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert meinen Kanal für mehr Landschaftsfotografie-Videos, auch wieder aus dem Schwarzwald. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.